So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 3. Beim letzten Mal haben wir den ersten Vollmond und damit den ersten richtigen Bosskampf überstanden, der vor allem im Vergleich zu Bossen, die wir schon in Tartarus hatten, echt nicht allzu anspruchsvoll war, aber zumindest war das alles ziemlich cool designt und sah cool aus und bla bla bla. Und jetzt haben wir erstmal wieder 29 Tage Zeit, bis der nächste Vollmond kommt, haben aber auch die neuen Etagen in Tartarus freigeschaltet, wie auch immer. Wir haben heute keine Schule, deswegen verbringen wir Zeit mit Maya in Innocent Sin Online, natürlich. Was wieder unseren ganzen Tag verschwinden wird. Hi, hi, I was waiting for you. So, I'm drunk. Oh, das ist gut. Oh, really? Aber wir können auch Emotes verwenden, das ist schön, okay. Nein, are you an adult? Wäre vielleicht mal interessant zu wissen. The 21st was so long ago, dude. I even wore a long sleeve kimono. Maya seems depressed. Shit, this sucks. Time for beer number... Dollar? Wo ist Dollar? 4, vielleicht. Rar, I even have to work from homo this weekend. Home, lol. Ja, habe ich verstanden, vielen Dank. Never mind. Don't worry, I want a break, you know? Maya's avatar is dancing. Maya's avatar sat down. It didn't used to be like this. I never had to work weekends. But lately I can't get motivated to get no work done. Work. So you don't like your job? I love it. It's what I always wanted to do since I was a kid. It has been 8 years, so maybe I'm just bored. Sometimes I wish everything would slow down a bit. Why do I play this game even though I have better things to do? Well, gute Frage, denke ich mir auch gerade eigentlich. I don't talk like this in real life, I swear, it's just an online habit. I suppose I should type correctly like this, but I'm just lazy. Danke, solltest du wirklich, das pisst mich nämlich echt an, wie du schreibst. I really like how you have good spelling and punctuation online. That's so lead. Maya is really opening up to you. Your relationship is stronger now. Ja, bitte schreib immer nochmal, also gib dir mal Mühe, das wäre voll nett von dir. Ach Mensch. Aber okay, das wird echt gerade interessant, holy fuck. Hätte ich gar nicht mehr erwartet, ich dachte, das wird echt eher so ein rein halbwegs lustiger Social Link. Aber, nee, es könnte echt noch interessant werden, sehr interessant sogar. Bisher, wahrscheinlich ist es das Interessanteste. Aber gut, das sagt jetzt nur von dem hier ausgehend, von diesem einen Abschnitt. Mal sehen, was da jetzt auch so kommt, was daraus noch so wird. Wer was said lol in real life an accident? Nicht nur aus Versehen. I think I would die. That type of thing could get me fired for reals. Don't tell. Ich bin mir echt nicht sicher, was NE heißen soll, wie ich das aussprechen soll. Also lassen wir es einfach. 1K, I can't get fired. I want to keep my job. I better get back to work, huh? Night. Gut, auf Wiedersehen. Ja, Alkohol ist schlecht, Kinder, Alkohol ist schlecht. Übrigens, heute ist mein Geburtstag, also nicht heute, sondern hier, da im Spiel heute, jetzt nicht mehr. Jetzt ist mein Geburtstag vorbei, offiziell. Wollte ich nur kurz angemerkt haben, merkt es euch und gratuliert mir nächstes Jahr. Dieses Jahr hat mir nur meine Mutter gratuliert. Also gratuliert mir auch. Gut, hi Junpei. What's up? Today is just an ordinary day, huh? That was crazy though, the day before yesterday. I've never had that kind of thrill in all my life. Don't you think it's been getting more exciting lately? Naja, ob das exciting ist, ist jetzt so eine Frage, ne? Aber ja, irgendwie schon, klar. Totally. We won the battle and saved the city. How sweet is that? Ja, ja, wird noch oft genug vorkommen und es wird wahrscheinlich immer und immer schlimmer, was da so passiert. Mittlerweile sollte unser Charme hoch genug sein, um ein bisschen Zeit mit diesem charmanten Boy zu verbringen. Und ja, tatsächlich. You spoiled the moment. I can't save the flavor of my limited edition gourmet sandwich with you here. Seems you were able to distract him from his limited edition gourmet sandwich because of your charm. Wow. What do you want? What are you eating? Oh, you're curious. Do you consider yourself a gourmet? Naja, nicht ganz. Is that possible? A slim guy like you? Prove it. If you can pass my gourmet quiz, then I believe you. What should I ask? I don't want to make it too difficult. Give me some time to think. Ja, dann denk nach, los.
finally swallowed it. Now the quiz begins. This first question is a freebie. What's the most popular drink at the cafe over there? Der Kaffee hier, den habe ich schon öfters getrunken. Here's question number 2. What color is the mascot for Wild Duck Burger? Was? Ich meine, das ist wohl hoffentlich gelb, weil eine Ente ist wohl nicht grün oder rot, hoffe ich. Wrong, sorry. Okay, ich gehe mal vorbei, ganz kurz. Was ist das denn für ein Scheiß? Die haben doch gar kein Maskottchen. Oder sieht man das nur, weil man drinnen ist? Oh, leck mich am Arsch, ich will da jetzt nicht rein. Das war schöne Zeit direkt. Ich meine, wir kriegen immer einen Courage dazu, aber komm, machen wir das halt einmal. Muss man ja auch mal gesehen haben, würde ich sagen, ne? Dieses krasse Erlebnis. Grün, tatsächlich. Warum auch immer. The duck fries are as tasty as always. You decided to try the new burger. Even though the ingredients are a mystery, you courageously devour the burger. Ja, dann war es wohl ziemlich gut, das ist schön. So, Courage wird erhöht. Mittlerweile sind übrigens alle Stats von mir auf Level 2. Aber das ist am Rande. Gut, dann hätten wir das jetzt gesehen, einmal wenigstens. Dann können wir beim nächsten Mal beim Quiz weitermachen. Auf ein neues. Ich könnte wahrscheinlich einfach rumprobieren, ne? Ich hätte es wahrscheinlich nicht machen müssen, ja egal. Green! You're pretty good. Question 3. What is the secret menu item at Hagakure? Das ist eine interessante Antwortmöglichkeit. Okay, das ist falsch. Aber, okay, wir können nicht einfach rumprobieren. Wir können es nur einmal am Tag probieren. Das hätte ich mir denken können. Well, das ist nicht Hagakure. Nein, das ist das Café, natürlich. Wo ist eigentlich Hagakure? Ich weiß, dass der Ort existiert, weil da gehe ich öfters mit Kenji hin, aber... Ach Mensch, den Ort gibt es, glaube ich, gar nicht wirklich. Oder wenn, dann habe ich ihn noch nicht gefunden. Naja, dann gucken wir an einem anderen Tag nochmal vorbei. Vielleicht gehen wir heute bei den alten Leuten vorbei, I guess. Die ganzen Social Links in der Schule sind nämlich gerade nicht verfügbar wegen den Exams, die nächste Woche anfangen. Die sind alle schwer beschäftigt. Daher haben wir gerade nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Und die Musik ist direkt sehr dramatisch, weil auch anscheinend die Frau gar nicht hier ist. Josie-chan, too bad you didn't come earlier. My wife just left for Gekukan. I should go there too. Sollte ich das? Wait here for a while. Was? Oh Gott. Was sind das für komische Auswahlmöglichkeiten? Well, she won't be gone long. Why don't you keep me company, Toasty-chan? Okay, dann halt so rum. Are you thirsty? Here, let's share this. Wait, where are the cups? I'm afraid I'm completely useless without my wife. Jetzt habe ich schon mitbekommen, tatsächlich. Ah, da ist sie ja. Tree. Mitsuko looks pale. Was ist mit dem Baum? Ask what happened. See, you have Toasty-chan worried too. You ought to know better than to walk that far at your age. Nein, das hat mich jetzt nicht so sehr verängstigt. Eher das mit dem Baum. Bunkichi seems worried. Here, drink this, dear. And here's one for you, Toasty-chan. Obtain silent tea. The persimmon tree by the walkway at your school. My wife heard a rumor that it was going to be cut down and she almost fainted. You know anything about it, Toasty-chan? Nee, ich habe nichts gehört, aber jetzt mache ich mir auch natürlich Sorgen direkt. You're so kind, Toasty-chan. I'm worried too. I tried to look into the rumor, but I think I was barking up the wrong tree. Bunkichi seems to be awaiting your reaction. Ja, ha. Toasty-chan, if it's not too much trouble, can you tell us if you hear anything about the persimmon tree? Ja, ich versuche mal was herauszufinden, auf jeden Fall. Aber bisher habe ich davon nichts gehört. Ich frage mich aber wirklich, warum euch dieser Baum so wichtig ist. Also, jetzt mal im Ernst. Hat der das mit eurem Sohn zu tun? Hat der den irgendwie eingepflanzt oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber naja. Die Story hier wird auch auf jeden Fall langsam interessanter. Allgemein werden die Social Link Stories langsam alle interessanter. Natürlich, logischerweise werden die interessanter mit der Zeit, ne? Aber ich bin halt ganz froh darüber, dass die Stories alle irgendwie ein komplett eigenes Thema haben. Das war halt in Persona 5 so ein Problem, dass eigentlich fast alle Stories irgendwie sich um die Phantom Thieves im Endeffekt gedreht haben. Einfach weil es nichts anderes in der Welt gab als die Phantom Thieves und nichts anderes relevant war. Und hier gibt es ja auch dieses ganze Zeug mit dem Apathy Syndrome, aber das wird in den Social Links gar nicht thematisiert. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass die einfach komplett unabhängig davon sind anscheinend. Oder zumindest bisher.
I hate to trouble you, but please let us know if you hear anything about the Persimmon Tree. Ja, natürlich, wie gesagt, mache ich. Ha. Alles etwas mysteriös hier. Okay, neuer Tag, neues Glück. Wie sieht's bei dir so aus hier? Dritte Frage erneut. Ich muss halt raten, ne? Fuck, als ob. Aber so eine Schüssel, das ging doch um Standard. Also, das ist. Kannst du ein bisschen, seid neu. All this is starting to be fashionable. I was cleaning his room and found a ring. What I wonder is, how did he buy that on his allowance? He must have got it from B Blue V, the accessory shop next to the police station. My son was telling me they have regular sales every Sunday. Oh, ist das so? Gut zu wissen, gut zu wissen. Dann komme ich da wohl mal wieder hin am Sonntag. Ist wohl ein bisschen cleverer. Vielleicht machen wir heute mal beim kleinen Mädchen beim Schrein weiter, falls wieder da ist, wovon ich erstmal ausgehe einfach. Die sollte ja auch nicht mit den Exams beschäftigt sein, denke ich mal. Und ich auch nicht, weil warum sollte ich lernen? Mach ich abends genug. Oh, hi. What are we going to play today? Und wir spielen natürlich auch. Ja. What should we do? Ich weiß es nicht. Was machen kleine Kinder so? Rutschen anscheinend. We're spending time with Michael on the playground. I'm hungry. Can we go to Wild Duck Burger? Da war ich jetzt vor 2 Tagen, Mensch. Viel zu ungesund. Darf ich jetzt echt entscheiden? Okay, dann gehen wir wohl mal. Yeah, yeah, I can't wait. I wonder which toy they're giving out today. We decided to take a trip to Wild Duck Burger. Okay, cool. Machen wir das dann mal. Wie gesagt, ich war ja erst hier, aber trotzdem. Da hätte ich ja auch hier jetzt vielleicht die Ente sehen können, also wobei wir sie aus diesem Winkel halt nicht sehen, naja. The hours flew by as you enjoyed a tasty meal. This is yummy, I love going out to eat. Cause Mom and Dad never argue when we go out to eat, ja. Gut, in der Öffentlichkeit geht das halt nicht so gut, ne? They never used to argue, you have to believe me. But why would they get a divorce? It's probably your fault. Yeah, they probably just fell out of love. Fell out of love? Michael's about to start crying. To my light! I don't want them to get a divorce. Did they really hate me that much? Divorce is dumb, I hate it. Michael's sobbing loudly. What will you do? Wait for her to finish crying. Nein, 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 natürlich nicht. You try to calm her down. Das hat ja gut geklappt. I'm sorry, I know it's embarrassing when I cry. I try not to cry anymore. I guess trying your best to smile. The relationship is stronger now. Ich glaube, bei der Einfrage habe ich ein bisschen verkackt, aber gut. Die Antwortmöglichkeiten waren irgendwie alle nicht so perfekt, habe ich das Gefühl. Von daher, was soll man denn machen? Da muss man halt die Wahrheit sagen, I guess. Ich bin ja gerne ehrlich eigentlich. I guess I should go. Thanks for playing with me today. Und ich habe wahrscheinlich auch für dein Essen bezahlt, also vielleicht mal dafür Danke sagen. Naja, egal. Ich sag ja gar nichts. Okay. Morgen kriegen wir das Quiz aber jetzt hin, oder? Endgültig. Wir nicht. Nein, du lernst jetzt gefälligst. Morgen gehen wir zu Tartarus. Vielleicht, wenn ich morgen das Quiz hinkriege, aber. Ja. Mein Gott. So, heute muss es doch jetzt aber mal klappen, oder? Komm schon. Also, wenn die dritte Frage die letzte Frage ist, dann auf jeden Fall, aber naja. Like a Grip Bowl. Ja, wirklich. We seem to have some knowledge about food, but it pales in comparison to mine. Let's see, can you bring me something I've never eaten before? I doubt such a thing exists, though. If you succeed, then I'll accept you as a fellow gourmet. Was hat der denn noch nicht gegessen? Hast du schon alles auf der Welt gegessen? Das sagst du ja selbst sogar. Ich meine, ich kenne das weirde Takoyaki. Hast du das schon gegessen? Ich kann es gerne nochmal holen gehen. Aber, ja, mal sehen. So, ich hab's dabei. What is that mysterious food? Give that to me. Was ist das? Eigentlich das, oder? Nein, war es nicht. Es war irgendwas, was ich sowieso schon dabei hatte. Ja, super. Gut, dass ich hintergelaufen bin. This is awful. But I'm impressed. I haven't tasted something like that in all of my life.
I like you now. Das ist schön. Gut, das hätte ich mir sparen können natürlich, aber endlich geht es hier mal los. We go to the same school, right? I can tell from your uniform. I'm kind of embarrassed to say this to you first thing, but would you mind not standing so close to me? It's 'cause you're so thin and cool. If people start thinking we are best friends or something, I'm going to end up as the uncool one. Ich glaube, das bist du sowieso schon, ganz ehrlich gesagt. Yeah, I thought your voice sounded familiar. You know what I'm here for, hand it over. Whoa, it's you. Help, emergency. Hey, you, call the fire truck, I mean the... Police? Yes, right. We think the same way. Pipe down, I don't want anyone getting suspicious. Okay, I have to go take care of some business, but you're Nozomi Suemitsu, aren't you? Yeah, thought so. You're going to have to reconsider. I really can't let this one slide. Oh, okay, worum geht es? Wirst du mir wohl nicht sagen, oder? Well, that was something. Normally I would stand up to guys like him, but I'm trying to be passive nowadays. Ja, das glaube ich dir. My name is Nozomi Suemitsu. Ja, danke, das weiß ich mittlerweile. By the way, about what I said before, maybe it's not so bad having you stand in front of me. Yeah, damit man dich nicht mehr sieht, ha? Huh? Dann stehen wir mal öfters vor dir rum in Zukunft, vielleicht. Auch wenn ich wirklich gerne wüsste, was es damit auf sich hat, aber wie gesagt, das sagst du uns wohl erst irgendwann später. War das jetzt der Mond? Wahrscheinlich? Ach, stand da wahrscheinlich auch schon längst, ne? Ja, habe ich jetzt durchgeskippt. All that arguing made me hungry. My stomach is definitely not amused. You wanna take along? Do you know who I am? Ja, ich weiß, wer du bist. Du magst Essen und so. I'm called the Gourmet King. Ja, ich weiß. That's right. It's my little nickname. I'm Gourmet King 2009. Or was it 2010? Ah, whatever. Ja, in dem Jahr sind wir noch nicht. I know all the best places for, So, my stomach is growling loudly. That sounds like a tummy emergency. This is gonna be too expensive. I'll have to treat you another time. Don't worry, I'll remember. Oh mein Gott. Ja, auf Wiedersehen. Du bist mir nicht sonderlich sympathisch, aber ich bin intrigued. Ich bin intrigued auf jeden Fall. Auf irgendeiner Ebene. Ja, wir gehen gleich. Wir gehen gleich. Aber ich möchte gerne erstmal speichern. How are you, great Sayori? How are yours? Never mind, I already know. I'm currently studying college-level material for your information. Man, I don't feel like doing anything at all. Kenn ich. Sowieso alle besser als ich jetzt, warum soll ich noch was machen? Ja, gut. Ob sie wirklich besser sind als ich, ne? Sie tun nur alle so. Seien wir doch mal ehrlich, in Wirklichkeit bin ich der Beste. Auch ohne zu lernen. Bin einfach zu intelligent für die Schule. Und so. Genau. Check einfach mal ein Status, aber ich denke mal, es wird allen gut gehen. Nein, passt dann schon. So. Ich würde gerne direkt losgehen. Und mir die neuen Etagen ein bisschen angucken. Und ja, ich hoffe mal, die sehen ein bisschen anders aus. Sind ein bisschen interessant. Jetzt mal zu sehen. Wir werden heute eh nicht den nächsten Boss machen, sondern erstmal nur bis zu dem gehen und dann speichern. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, so. Aber ja, ich bin trotzdem schon mal interessiert daran, wie das so aussieht. Also, you remember how I said Tartarus was divided into different areas? I discovered through Penthesilea's power that the first barrier is gone now. Ja, das weiß ich. I suspect that the other will disappear too eventually. Therefore, I like to make reaching the top a goal. Ja, natürlich. You never know what the future may hold. You should always be prepared for the worst. And getting to the top of the tower is the most logical step. Aha. Okay. Ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall uns wieder jetzt nach oben arbeiten und auch versuchen, bis zum Ende dieser Mondphase wieder, ja, beim nächsten Ende anzukommen, bei der nächsten Barriere. Das ist hier erst da, wo der letzte Boss war, und dann haben wir noch eine Etage erstmal vor uns, ganz kurz, denke ich, ne? So, aber direkt weiter nach oben hier. Und hier rushen wir auch eben durch. Das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich hier bin. So. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Ort, wo vorher die Schule ist noch da.
Kann ich die jetzt loswerden? Yep, die Stühle fliegen weg. Oder lösen sich einfach auf in der Luft, meinetwegen. Also, auf zur nächsten Etage. Wie auch immer die so aussehen mag. Der nächste Block. Ja, hat auf jeden Fall schon mal andere Farbe auf der Karte auch. Und ja, sieht auf jeden Fall ziemlich anders aus. Something seems different. Be careful. I'll try to see what's up ahead. Hold on. Sorry, but I'm experiencing difficulties. Possibly because of the distance. I need more time. You may proceed for now. Vor allem dieser Kopf hier hat was, auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Sehr schick, sehr schick. So, die Gegner haben auch, der blinkt. Was heißt das, dass er blinkt? Heißt das, der ist zu stark für mich? Ich hoffe nicht. Finden wir es heraus, würde ich sagen. Was wir hier so haben. Warte mal, sind wir zu zweit? Warum sind wir zu zweit? Wo ist Yukari? Ich bin verwirrt. Es ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ist blöd. Analysieren wir aber bitte erstmal, wenn wir schon dabei sind. Nur trotzdem bin ich etwas verwirrt und ja. Probieren wir es so lange mit Agi, weil ihr blaue Masken habt einfach. Also halt wie immer quasi. Hat aber leider nicht geholfen. Nee. Echt nicht. Holy fuck. Holy fucking shit. Holy fuck. It seems to have multiple weaknesses. Ja, Blitz. Und Licht? Oder so? Ja, ich bin auch verletzt. Im Herzen. What the fuck? Sie gehen jetzt hier alle so stark, oder ist das gerade Zufall? Sollte ich wegrennen? Sollte ich nicht wegrennen? Ich meine, ich habe ja nicht mal Blitz, glaube ich. Und Licht sowieso nicht. Versuchen wir mal zu flüchten. Gut, das war's damit. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht. Gut, dass ich gespeichert habe, aber... What the fuck? Und wo ist Yukari? Warum kommt die nicht mit? Ich wollte gerade eigentlich nach Yukari gucken, aber... Dabei bin ich in diesem Raum angekommen. Ich kenne mich offensichtlich gut aus. Den wir schon öfters gesehen haben, zumindest. It's the Bank of Consoles. The surveillance camera seems to have turned itself on. Watch recording? Ja, klar. Was auch immer ich da dann sehen kann, schönes. Mein Geburtstag. Beginning Playback. A shadow in the middle of town. It managed to take over public transportation. I should investigate whether this means it's finally begun. Monorail. Listen to the monorail in Monoral. I must make a note of that one. Ja, aber was hat begonnen? Was hat begonnen? Das wäre doch mal interessant zu wissen eigentlich. Luck played an uncomfortably large part in the victory, especially towards the end. If he hadn't guessed at the right controls, things could have been very bad. For shadows to work in a group to overrun large machines is unprecedented. The engine. That was an ingenious move. Holy fuck. With me today. I'm on a roll. Kannst du dich bitte konzentrieren auf das Relevante und so? Ja, mein Gott, auf mit deinen fucking Wortspielen. One should always wear bright clothing at night. Otherwise, the shadows could make it dangerous to walk near traffic. Whoa, I'm getting a little off subject, but who cares? Hey, I should write all these down and show them off the next time everyone gets together. Don't care for seafood? They also serve ground beef. This has nothing to do with the status report anymore, but I'm having a blast. Let's see, what else? Gut, dann war's das wohl damit. The recording ends here. Ja, warum auch immer gerade das aufgenommen wurde. Aber die Person, die es aufgenommen hat, hat dann wohl gemerkt, ja, das ergibt gerade keinen Sinn, ich sollte aufhören, das aufzunehmen. The shuttles contain many esoteric terms that you can't understand. This seem to have to do with psychology and psychoanalysis. Okay, Freud, das freut mich. Oh Gott, das war nicht mal Absicht. Oh fucking shit. Ja, er hat mich angesteckt. Okay, er hat mich angesteckt. It says Board Chairman's Room. Ja, cool. Okay, da können wir nicht rein. Sonst noch irgendwas Spannendes? Mehr spannende Bücher?
There are many files labeled Shadow Appearance Dates. They are stamped with a Do Not Remove Label. Sonst noch was hier? Nö, dasselbe. Gut, okay dann. Was ist wohl hier? Ah nee. Many Encyclopedia Volumes are lined up here. There are also Star Charts and Books on Geology. Aber auch die helfen nicht weiter. Yukari ist jedenfalls nicht hier. Welche Überraschung. Ich glaube, sie ist auf der Etage drunter wahrscheinlich. Hoffe ich, irgendwo. Aber hier, der ist leer. Nein, gehen wir nicht rein. Wobei, warum können wir da rein? Ist halt die wichtigere Frage. Ist da irgendwas drin? Oder ist einfach nur Platz für weitere Partymitglieder, die noch dazukommen könnten? Ich glaube schon, hier ist jedenfalls nichts, was ich mir angucken kann. Nö. Aber okay, wir können zumindest reingehen in leere Räume. Warum auch immer. Yukari, da ist sie. Ach, die lernt für die Exams. Natürlich. Mein Gott. Ja, sonst gibt es hier wahrscheinlich auch nichts Relevantes mehr. Ja, Mitsuru ist hier normalerweise. Ein weiterer leerer Raum, in dem wahrscheinlich auch nichts drin ist. Aber cool, dass sie existieren. Schön. Ja, dann können wir wohl bis nach den Exams erstmal nicht weitermachen, ne? Habe ich das Gefühl. Das ist deprimierend. Ich guck nochmal ganz kurz in Tartarus rein, okay? Wir gucken nochmal nach, ob die Gegner wirklich alle so stark sind oder ob das einfach ein besonderer Encounter war. Das wäre mal interessant zu wissen. Gut, dann mal gucken. Du leuchtest zumindest nicht rot. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich behaupten. Vielleicht war das wirklich so ein stärkerer Encounter. Aber allgemein, auf jeden Fall sind hier erstmal nur neue Gegner. Ich sehe schon. Erstmal wie immer. Analyse starten. Falls sie diesmal lang genug dafür überleben, wäre das gut zu wissen. Greif erstmal normal an, okay? Viel Leben hat das hier trotzdem. Und wenig Schaden macht es auch nicht. Ja, zu zweit werden wir nicht vorankommen, auf keinen Fall. Also, ich gebe auf jeden Fall gleich direkt auf. Es ist nur ganz kurz ein Versuch gewesen, um zu wissen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe in meinem Leben. Erstmal. Ja, die habe ich beide nicht, wogegen er schwach ist. Das ist super. Müssen wir mal langsam nach neuen Personas hier gucken, auf jeden Fall. Ja, aber die anderen Gegner sind zumindest machbar. Und wenn wir zu dritt sind, dann wohl erst recht. Wesentlich mehr als jetzt gerade. Nein. Hau jetzt drauf. Verdammt nochmal. Oder heilt sich meinetwegen auch einfach. So. Stirb doch bitte. Bring es zu Ende. Danke. So. Gucken, ob ich jetzt auch direkt was Neues hier bekomme. Ist eigentlich ganz gut zu wissen. Und auch wie viele Erfahrungspunkte die so geben. Okay, einiges mehr. 19 direkt. Das ist auf jeden Fall eine große Verbesserung. Aber wir bekommen nichts Neues. Okay. Naja, wie gesagt, ich lade jetzt den Spielstand. Wir tun uns das nicht an, bis nach den Exams, wenn Yukari wieder dabei ist, habe ich das Gefühl, dass das geht einfach nicht. Stattdessen verbringen wir doch mal ein bisschen weiter Zeit mit Maiko. Oh, hi. What are we going to play today? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich denke, das ergibt sich dann gleich irgendwie. Hoffentlich. Ich bin nicht so kreativ. Hey, have you seen Striped Shirt? We were playing tag, but it's no fun if I can't find him. Wer? Hey, Striped Shirt. Du siehst irgendwie... Ja, das auch. Aber vor allem sieht er verdächtig aus irgendwie. You don't look so good. Are you sick? Kinda, yeah. I'm surprised you could tell. Huh, so you are sick? No, I'm kidding. You're so easy, Maiko. Vor allem, wie er so nach oben guckt. Und, naja, nur sein Spread guckt nach oben. Er selbst guckt nach unten eigentlich, aber, naja, da frage ich mal nicht weiter. Ah, no fair. I'm an innocent girl, so I actually believe you. And you are? I'm Maiko's friend. So you're the guy she was talking about. I wonder what you were like. Are you too old to play with kids, or are you still young at heart? Du warst sehr jung im Herzen, aber was ist mit dir? Das ist die Frage. Ich meine, ich hinterfrage es ja die ganze Zeit schon, warum wir mit dem kleinen Mädchen spielen, aber... Bei anderen Leuten hinterfrage ich es noch mehr, okay? Ich mach's nur für den Social Link, damit meine Persona stärker werden können und so, ja. Hey, I'm hungry. I want takoyaki. Takoyaki. You can eat with us too, Striped Shirt. Nah, I'm okay. Thanks. Let's see you guys around.
Auf Wiedersehen. The thin young man walked off. He's gone. I usually see him around the strand on Sundays. Okay. Dann muss ich vielleicht mal am Sonntag gehen, komm. Wobei Sonntag ja der Tag ist, an dem ich immer Innocent Sin online spielen kann. Der einzige Tag halt, ne? Oder andere Tage gar nicht frei habe, aber meistens ist es halt nur Sonntag. Ja, aber vielleicht muss ich da trotzdem mal hier vorbeikommen. Wie auch immer das dann weiter hiermit zusammenhängt, weil... Hat sie nicht auch gesagt, dass sie an jedem Tag außer Sonntag hier ist? Dann kann das ja nicht hiermit zusammenhängen, oder? Also, nicht mit dem Social Link direkt. Ich weiß es nicht. Mal sehen. It's so hot, I might burn up. I remember one time Dad burned his mouth on this Takoyaki. Ich erinnere mich noch daran, wie Akechi sich den Mund daran verbrannt hat. Cause I put too many in his mouth at once. He was like, fuah. Michael suddenly felt silent. Dad doesn't spend much time at home anymore these days. But I have a birthday soon. How do you think he'll come for my birthday? Don't worry, he'll be there. Ob das wahr ist, keine Ahnung, aber ich muss ja aufmuntern, so, ne? Ich will ja Punkte haben für den Social Link. I mean, I know Mom will buy me presents, but still. She hasn't asked me what I want yet. Michael felt silent again. If they really love me, I think they wouldn't get a divorce. You're the only one who still plays with me, you know? Was ist denn mit Striped Shirt? Ich dachte, der hat auch mit dir gespielt. Naja, okay. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Oder ob irgendwas mit ihm los ist. Oder sonst was. Wie gesagt, keine Ahnung, wie der hier noch zusammenhängt. Oder halt nicht. Bla bla, bla bla. Today's laundry day, so I'd better get home soon. If I don't do laundry, the house will be a real big mess. Warum ist das dein Job? Du bist... Auf jeden Fall unter 10. Bin ich gut im Schätzen von Altern, von Kindern. Und vor allem nicht von Anime-Kindern. Ja, okay. So, es ist Sonntag und wie geplant bin ich jetzt im Schrein. Die Frage ist der Typ mit dem gestreiften Shirt auch hier? Weil es sieht gerade nicht danach... Oh, ach, da ist er. Schön. You are... Never mind. From my point of view, everyone else leads a fairy tale life. Oh, you're a victim of sorrow. Never mind. Hope and hopelessness are two sides of the same coin. Hope and despair, wenn überhaupt, okay? It's difficult to understand what the young man is trying to say. To talk with him, you need to improve your academics. First, try to become smart. Yeah, first try to become edgy as fuck. Aber ja, gut, dann... Wird doch Innocent Sin online natürlich. So, Maya könnte online sein. Das hoffe ich jedenfalls einfach mal. Wir haben zwar morgen Exams, also ab morgen, aber. Who cares? Mittlerweile spielen wir sogar mit zwei Händen. Nevermind. Oh, doch, doch. Wir sind anscheinend ein bisschen aktiver im Spiel jetzt drin. Das will ich immer nur mit einer Hand spielen. Achso, aber ich merke schon, unser Bond steigt noch gar nicht. Gut, dann war es auch schon wieder direkt damit. Auf in Richtung Exams. Die dauern jetzt wahrscheinlich wieder 3 Tage, war es glaube ich in Persona 5 immer. Und für gewöhnlich musste man ja immer am Anfang fragen, wann von und am Ende. Der letzte Tag wurde davon entschieden, wie weit der Statuswert hochgearbeitet wurde. Dann gucken wir mal, ob es hier wieder genauso ist. Ja, ich habe gestern auch nicht gelernt, weil ich habe den ganzen Tag ein Videospiel gespielt, okay? Was? Der PE-Teacher... Ist im Krankenhaus? Mensch. Ob das noch irgendwie mit der Story zusammenhängt oder ob ich das noch so random erzählt, weil das halt so passiert ist, keine Ahnung. Ich kann ihn auch gar nicht, also... Ist es schon mal nicht Kamoshida diesmal, jedenfalls. It's the first day of exams. You recognize these questions from class, but you can't seem to remember the answers. Nicht. Klingt schlecht. Mir hat Mitsuru auch zwischendurch mal gesagt, dass sie meine Belohnung gibt, wenn ich gut abschneide, aber es klingt schon so, als würde ich nicht allzu gut abschneiden. Und ich habe auch das Gefühl,
Oh, doch, kann ich? How do you translate pun in English? Brett. Okay, ich darf jetzt mal selbst beantworten. You feel confident about your answer. Ja, ich auch. Schön, dass Morgana diesmal nicht mit uns darüber redet. Gut. Nächster Tag, bitte. Diesmal auch wirklich nur eine Frage pro Tag und nicht mehrere. How fast does the Earth rotate near the equator? Oh Gott, ich hätte jetzt die Zahl sagen können tatsächlich, weil das war schon mal eine Frage, aber... Aber wahrscheinlich, ja, schneller als ein Airplane, ne? Also slower than sound einfach nur. Müsste dann richtig sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie schnell ein Flugzeug ist. Aber ich glaube, es ist die Erde schneller. Es klingt falsch. Schade. Das ist sehr schade. Ich habe, glaube ich, nicht gut abgeschnitten. Habe ich so das Gefühl. Ja, so ein Mist. Noch ein Tag? Oh Gott, nicht noch mehr Fragen. Ich will nicht noch dümmer werden. Also noch dümmer wirken, weil dumm bin ich halt schon. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Das ist Hard Water. Yay. Ich bin sehr confident in meinen Antworten. Das ist trotzdem insgesamt echt nicht gut geworden. 2 von 4 würde ich sagen, ne? Also, ja, so eine 4 halt. Oder haben wir heute nochmal Exams? Was zur Hölle? Ist einfach eine ganze Woche voller Exams. Where is the Kitora Tomb located? Ich habe keine Ahnung, die Frage, daran erinnere ich mich gar nicht gerade. Ich muss raten. Also raten wir doch einfach. Wupp, 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 wupp. So. Schade, ist wohl falsch. Mein Ergebnis ist gerade noch schlechter geworden. Haben wir jetzt am Samstag auch noch eine Prüfung oder wie sieht's aus? Wenn wir gerade schon dabei sind. Also die Musik hört jedenfalls noch nicht auf gerade. Vor allem das Ding ist, wir haben jetzt noch 16 Tage für Tartarus. Heute ist der letzte Tag, okay. Das ist cool. Dann haben wir noch 15 Tage für Tartarus. Und wir konnten da vorher auch nicht wirklich was machen, weil wir, wie gesagt, nur zu zweit hätten losgehen müssen. Hey, es geht. Hey Toasty, today is the last day of midterms, huh? Mr. Doctor gives me the okay. I'll be able to fight with you guys again, finally. Ja, super. Dann kommt nicht nur Yukari wieder, sondern du halt auch. Ja, das heißt, wie gesagt, wir haben noch 15 Tage dann wahrscheinlich für Tartarus. Schon wieder. Diesmal bin ich nicht daran schuld, dass wir wenig Zeit haben, okay? Aber gut, ich mache mir mal keinen Stress, das sollte sehr machbar sein. Außer es werden wesentlich mehr Etagen sein. Ich meine, ein paar mehr werden es wohl sein, denke ich mal. Das wird wohl immer schwerer werden, aber... Naja, mal sehen. You've been doing a good job leading the team in Tartarus. Do you mind continuing after I come back? Klar. Also, nein, meine ich. That way I can concentrate on building my strength. I already talked to Mitsuru and she was fine with it. Good luck. Ja, ich mache auch allgemein bisher einen guten Job, also... Ich als Protagonist muss das wohl weiter übernehmen, wäre auch seltsam, wenn nicht irgendwie, denke ich mal. Also okay, die letzten Exams hier. You can ask these questions from class. But you can't seem to remember the answers, okay. Das ist super, dabei war ich schon auf Level 2 mit dem Stat und das ist erst das erste Exam, also ging ich davon aus, dass es reicht, weil bei Persona 5 hat das halt gereicht, aber... Naja... Das war kacke. Das war alles ziemlich fucking kacke. Yay, we're done with exams. That was so hard, oh man. All I want to do now is relax. Ja, ich will sterben. Gut, ich würde sagen, gehen wir nochmal... Wobei, wir können jetzt die anderen Social Links wieder weitermachen, denke ich, ne? Vielleicht gehen wir mal hier im Student Council vorbei. Ach, stimmt, ist ja nicht an jedem Tag... Dann gehe ich wohl doch nochmal bei irgendjemand anderem vorbei. Zum Beispiel bei dir. Mit dir haben wir echt noch wenig gemacht bisher. Und ich habe absolut noch gar keine Ahnung, was mit dir so abgeht, außer dass du gerne isst und dass du Probleme mit irgendeinem Typen hast, den, ja, der ein bisschen mysteriös wirkt, ein bisschen verdächtig wirkt. Wonderful, my gourmet friend. Then let's go to the Beef Bowl Shop. That's the place for you.
Dann mal sehen. Mal sehen. Was ich davon so halte. You have a pretty good appetite. Even kid of me. You must be one of those people with an extreme metabolism. Sometimes I run into people who think they can take my title of gourmet king. They are jealous. Remember that middle-aged man who I scared off that one time? I'm pretty sure he was an assassin of sorts. Ja, okay, glaube ich auch. They think they understand how he got this far, but they are wrong. The sooner they accept that, the better for them. Because of your courageous appetite, I will declare you as a supporter of the Gourmet King. This is something history places upon you, so you aren't allowed to refuse. You've gained Nozomi's trust. Ich durfte nicht mal irgendwas auswählen. Okay, schön. Das ist wundervoll. Anscheinend können wir ganz schön viel essen. Das ist dann schon mal besser als ich im Real Life, denn ich im Real Life esse gar nichts quasi. Zumindest viel zu wenig. Aber, cool. Your name's Toasty, right? I think you're a year younger than me. It kind of feels like I have a younger brother now. Ja, nein. So how about it? You want to have me as your big brother? Nein. Nein. Oni-chan. Klar, ja, natürlich. There's a bit of resemblance, but alas, it's not to be. We'll have to remain friends. Warte mal, ich hätte das... Du hast es doch angeboten. Ich dachte, du willst das. Ich hasse dich. Okay, doch. Ja, es war positiv. Schön. It's not always the way. I get my mind working and just makes me hungrier. I just finished that beef bowl, but I'm already aching for more. Nozomi's still hungry. Natürlich bist du das. Think I should keep eating? I'd be staying true to myself and that's good, right? Maybe I get even more hungry if I walk backward. That works sometimes, right? You're coming too, right, Toasty? You have to. You're one of my supporters. By the way, I met up the bag with walking things, so don't steal it. Habe ich nicht vor. Ich gehe gerne vorwärts. I said goodbye after the second meal and returned to the dorm. Ja, ist besser so, glaube ich. Was ist das? Was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Senpai, I hear you're fully healed. Ja, das ist der wohl, das ist der wohl. Congrats, man. I need to catch up on my training. I've slacked off for a whole month. Shouldn't you take it easy, though? You don't want to re-injure your arm. I've already wasted precious time. Besides, we found another Persona user. Noch jemanden. We did? Sweet. Is it a girl? Junpei stellt direkt die wichtigen Fragen. Actually it is. She's a junior who goes to our school. Wundervoll aus... Also hoffentlich wundervoll. Mal sehen, wer sie ist, ne? Fuku Yamagishi. Do you guys know her? Sagt mir gerade nicht, aber nichts, aber vielleicht vergesse ich gerade nur irgendwas. Yamagishi? Oh, that girl in 2E. She gets sick a lot from what I heard. I don't see her at school very often. She was at the same hospital as me. That's how we found out about her. But maybe she's not cut out for battle. I had an evoker made for her, too. What? We're giving up on her already? I was gonna offer her some private lessons. Okay, Junpei. Okay. Ja, Yukari. Ich bin ausnahmsweise mal auf deiner Seite. Okay, ich bin nie auf Junpeis Seite, also von daher, ich mag euch beide nicht. Das ist nicht gerne, aber Junpei wahrscheinlich sogar noch weniger. Ach, Mensch. I'm a guy. What'd you expect? Nicht jeder Typ ist ein Arschloch, Junpei. Wirklich nicht. Glaube ich. Hoffe ich. Naja. Dann würde ich sagen, bevor wir beim nächsten Mal nach Tartarus aufbrechen, das werden wir tun. Diesmal mit einer wieder vollständigen Party, sogar mit ihm vielleicht. Weil wir können anscheinend nur zum dritten Mal reingehen, aber ja, mal sehen. Bla 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 bla. Ich bin an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao.